Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Und heute sind wir auf einer anderen Map. Ist keine Mod, sondern eine serienmäßig mitgelieferte, und zwar die Jungle Rock Island Map, die auch wirklich ziemlich cool ist. Und auf der Map werden wir auf jeden Fall auch mal nochmal unser Flugzeug ausprobieren und mit einem anderen Auto fortfahren, also die Insel erkunden. Und zwar mit einem meiner Lieblingsautos, hört sich zwar komisch an, ist aber so, dem 1989er, glaube ich, genau, 1988 bis 1991er Ibishu Pessima. Und ein sehr cooles Auto, gibt auch sehr viele Mods schon für, wie man hier sieht, den Crashtest-Mod, den ich euch mal genauer vorstellen werde, und den Rusty Skin Mod. Und wir nehmen einfach mal die ABS oder ABS in diesem wunderschönen Sky Blue. Und so die Besonderheit an diesem Auto ist, der hat eine Allradlenkung, wie man hier sehen kann. Die hinteren Räder drehen sich mit. Und ich drehe aber noch ein bisschen den Ton auf. Ich habe meine Tonprobleme immer, ne? Das ist furchtbar manchmal. Was mache ich denn? Auf jeden Fall wollen wir mal zum Flugplatz fahren. Wenn wir es bis dahin heil hinschaffen. Auf jeden Fall sehr schickes Auto, wie ich finde. Und ist auch, glaube ich, erst mit dem vorletzten Update, glaube ich. Ich glaube in der Version 5, entweder 4.2 oder 5.0. Ja genau, 5.0 war es. Bei 5. Oder? Na egal. Auf jeden Fall ist auch nicht so. Halt. Das Auto? Na, der fährt hoffentlich noch, oder? Natürlich tut das nicht. Fahrskills for the win. Oh. Und das ist mir jetzt egal. Naja. Auf jeden Fall fahren wir jetzt gerade zum Flugplatz auf dieser Insel. Und da packt das Riebel, das ist wirklich ein bisschen rum. Das haben wir mal gekonnt. Und... Oh, Link! Link! Der lenkt nicht. Kann ich nichts dafür, wenn der nicht lenkt. Das war das blöde Auto. Mag ich nicht. Und fahren kann auch nicht mehr. Er nicht und ich nicht. Naja, Innenlicht haben wir diesmal so ein Hellblau, was glaube ich bei allen Ibishus inzwischen der Fall ist. Also im Spiel. Mag ich jetzt ja selbst verständlich nicht wirklich. Ja, aber cool, dass die geht. So schön die Bishop ist mal. Oder ETK, gut, ETK ist ja BMW, also. Ich überlege gerade nach, was der hier nachempfunden sein könnte. So. Schon sind wir auf dem Flugplatz. Kurz hier reloaden. Oh, wir müssen umdrehen mit dem Flieger. Oh nö. Nehmen wir mal die Standard Default Variante. Oh, nehmen wir mal Race. Race Variante in... Hier. Lime Green. Überhaupt nicht übertrieben, aber... Es ist ein Rennflugzeug. Der darf das. Sowieso, wir wenden wir jetzt. Geht das so? Ist gut so? Oh Gott, ich glaube nicht. Wo muss das so einen riesigen Wendekreis haben? Das ist nicht sehr freundlich. Aber es geht, es geht. So, mal ab auf die Startbahn. Und Vollgas. Und da piept er gleich wieder vor sich hin. Hier schon. So, wir sind in der Luft. Das ist schön. Ja, hör auf zu piepen.
hören, so wie... alles ist gut. Die will nicht auf mich hören, der piept auf mich so weit. Das ist furchtbar. Ein... ja, ganz großes Flugzeug. Das ist hier vorne. Okay, eine alte Professor, die kann ich auch noch nicht. Sackweise. Boah, zu lang. Ich bin zu oft drüber geflogen. Egal. Boah. Oma, mal so ein kleines Observatorium. Fliegen wir mal drüber. Stören wir die Sterngucker. Jetzt knapp. Oh, vielleicht sind wir einklicken hier. So. So, schöne Wende. Schütze nach unten und wir gerade. Da unten ist es eigentlich das Herzstück von der Insel, der Hafen. Der auch ziemlich cool ist, eigentlich. Der macht ziemlich viel Spaß, auf der noch zu fahren. Oh nein! Oh. Upsi. Ich klemme mal den Motor hier. Hier, so. Ich klaue mir mal einfach. Ich möchte mir den Motor klauen. Beep, 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 beep. So. Motorklau Deluxe. Naja. Das war jetzt schon, dass wir gerade abgeschützt sind. Das ärgert mich gerade. Ich bin natürlich wieder wie der größte Profi. Die Gegend. Naja, egal. Naja, link. Schön. Zu bremsen. Naja, hör auf zu piepen. Ich weiß, ich bin zu schnell wieder aufgestiegen. Ich bin nur in die andere Richtung. So. Das ist schön. Ich mach den Piep schon wieder raus. Nervt. Irgendwas passiert? Nee, was ist da nicht? Och, ich hab grad schon gedacht, irgendwas wäre abgerissen. Wäre aber auch irgendwie geil gewesen. Das wäre zu viel. Das hier zum Beispiel. Das ist das Heck verbogen. Nicht der Kran. Gut. Der Kran ist der schlimmste Flug eines jeden Bimotivfliegers. Das ist... warum verlagere ich mich gerade die ganze Zeit? Das ist ja furchtbar. Oh je. Oh je. Absturz. Bleep. Wer piept, soll mich nerven. Und jetzt aus. So. Jetzt hat das. Was ist denn? Stall Warning. Da ist es, das muss raus. Und wir brauchen jetzt das Ding so ein bisschen mehr. Ja, was flattert das Ding hier? Das kommt weg. Luftkühlung. Zur komplette Luftkühlung natürlich. Da machen wir das hier noch weg. Mein Fuselage. Oder ist das, das Ding da? Das machen wir mal weg. Canopy. Und dann noch den... ich glaube, wir machen das Button für so noch dran, weil wir brauchen hier eine Flugkabine. Aber den Rest mal, der Rest ist auch weg. Machen wir es denn? Oder ist es das? Warte mal. Ah ja, okay, ja, so können wir es. So lassen wir den so machen. Was habe ich mir da jetzt so gebastelt? Wird schon funktionieren.
nicht mehr. Frischluft-Feeling. Ganz fliegen klatschen einem ins Gesicht. Das ist auch sehr schön. Ich liebe es fliegen. Oh nein! Oh nein! Nein! Verdammt! Wo ist der Motor hin? Der Motor ist weg. Das lief ja jetzt nicht ganz so gut. Scheiße. Naja. Auf jeden Fall mit unserem Ultraleichtflugzeug unterwegs. Das ist wirklich die Definition von Ultraleichtflugzeug. Das verstehe ich darunter. Nichts dran außer ein Pitot-Rahmen. Das ist schön. Ach schön. Oh je. Und eine Notwasserung, die nicht ganz wild ist. Oh Gott. Was mache ich da? Na egal. Wurde zwar beschädigt, aber... Also schon mit dem Fliegel übers Gemüsestreifen ist auch toll auf jeden Fall. Ist echt toll. So nur ein Landeflug, ein Landerad. So von der Gewichtsverteilung ist eigentlich total scheiße, oder? Weiß ich nicht. So, neues Hashtag Gewichtsverteilung. Entschuldigung. Zumindest wenn wir jetzt auf der Wasseroberfläche aufkommen, das überlebt keiner. Das ist... Nee. Danke. Oh je. Das überlebt glaube ich auch keiner. Hängt der Motor noch dran? Überhaupt dran? Ich kann fliegen! Ein Motor! So, Start aus der Ego-Perspektive. Und Landung. Die nicht geglückt ist. Ist der Motor im Arsch? Der Motor ist im Arsch. Das war also der Propeller. Landung! Gelandet. Naja, mit unserem Ultraleichtflugzeug geht's auf jeden Fall in der nächsten Folge nicht weiter. Aber dafür mit einem anderen lustigen kleinen Projekt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich verabschiede mich in der nächsten Folge und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer NSG.